Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In letzter Zeit gehen mir wirklich viele Videos auf YouTube durch die Lappen von meinen Lieblings-YouTubern und die gehen einfach unter. Gerade kleinere Kanäle haben da schwer mit zu kämpfen. Ich suche die ganze Zeit für mich eine praktikable Lösung, wie ich jetzt keine Videos mehr verpasse. Und ähm, als ich mich letztens bei Dick angemeldet habe. Dick ist so eine Art Facebook für Newsbeiträge. Habe ich gemerkt, das könnte man dazu eigentlich sehr gut nutzen. Es gibt von Dick auch eine iOS und eine Android-App, also das kann man auch mobil gut einsetzen. Ist in Deutschland halt tot. <laughs> Wurde, glaube ich, mal hier gestartet, aber war nicht so erfolgreich. Und äh, ist eigentlich nur im englischsprachigen Raum zu gebrauchen, wenn man selbst irgendwelche Meldungen sucht. Allerdings für unsere Zwecke ist hier der Reader perfekt. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das geht. Ihr könnt nämlich einfach hier zum Beispiel die Adresse von einem YouTube-Kanal eintragen. Ich benutze jetzt hier gerade mal meinen Creator-Kanal, schickt das ab. Und schon wird hier eine Auswahl gezeigt von irgendwelchen Sachen, die er da findet. Da müsstet ihr hier Müsstet ihr hier nur auf Add drücken und dann habt ihr den hier. Jetzt könnt ihr den noch hier in einen Ordner packen oder so. Auf jeden Fall ist das Schöne, da werden alle Videos angezeigt und man verpasst also nichts mehr. Man kann auch irgendwelche Blogs, ich habe jetzt zum Beispiel hier in dem Ordner, ist jetzt noch mein Blog und mein Geek Week German und mein Geek Week German Game Kanal drin und ich sehe dann hier eine schöne Übersicht, was ich schon angeschaut habe ist dann nicht mehr fett gedruckt und ihr könnt dann hier klicken, dass alles als gelesen markiert wird und so habt ihr immer die neuesten Sachen von euren Youtubern hier drauf oder ihr könnt alle an alle möglichen alle möglichen Seiten nehmen, das ist völlig egal und ihr habt einfach so einen Tagesüberblick, selbst wenn man was ein bisschen länger zurückliegt, könnt ihr hier ein bisschen durchscrollen, das ist viel besser, als wenn ich jetzt auf der YouTube Startseite da auf meine Abos rum hantiere und da sehe ich trotzdem nicht die, nur die Hälfte, also ich merke ständig, da geht mir irgendwas eben durch die Lappen. Ist natürlich, wenn man hunderte von Abos hat, naja, ne, ein bisschen fummelig, aber das geht schon, kann man ja gerade mit Copy-Paste immer hier einsortieren und ich finde das halt für mich eine sehr praktikable Lösung. Um das Ganze noch übersichtlicher zu gestalten, hat man auch noch die Möglichkeit hier zu sortieren, indem man von All Items zu Unread Only geht und hier bei unserem neuen Ordner werden dann nur noch Sachen angezeigt, die ich mir noch nicht angeschaut habe. So sind Sachen, die ihr schon gesehen habt, auch gleich raus aus der Liste und es wird ein bisschen übersichtlicher. So. Wenn euch solche Tipps gefallen, gebt einen Daumen nach oben. Wie gesagt, habe ich schon öfter gesagt, nur so kann ich sehen, was euch gefällt. Ich wünsche noch einen schönen Tag und tschüss.